Sassy. Ich meine, wie nennt man seine beste Freundin, wenn sie im Körper ihrer jüngeren Schwester steckt? Du kannst mich erschöpft nennen, Brooklyn. Was für ein langer Tag. Es ist erst Mittag. Es ist erst Mittag? Erst hatte ich den Kunstkurs. Wow, alle Tonarbeiten sind super schön geworden. Ich bin so gespannt auf mein Einhorn. Chelsea, ich habe leider schlechte Nachrichten. Dein Toneinhorn ist im Brennofen explodiert. Was? Unmöglich. Ich habe ihm schon einen Namen gegeben. Björn, das Einhorn. Naja, Björn gibt es wohl nicht mehr. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Sowas passiert und gehört zum Töpfern dazu, Chelsea. Ich streng mich voll an und krieg trotzdem nicht das gewünschte Ergebnis. Wie auch immer, unerwartete Ergebnisse sind wohl der Grund, warum es wichtig ist, den Prozess zu genießen. Oh, sowas Ähnliches sagt Daisy beim Vorbereiten der Starlight Talent Show. Also, wir brauchen eine Setlist. Mit Hits und Melodien, um die Party in Schwung zu bringen. Aber halt auch Beats, die alle zum Tanzen bringen. Bei der Auswahl der Acts brauchen wir ein Gleichgewicht zwischen wild und sanft. Aber nicht zu vollgestopft. Außerdem, hast du das notiert, Barbie? Ich habe mein Bestes gegeben und es ist ein Lernprozess, aber ich befürchte, dass ich es vergeigt habe. Diese Talentshow macht mir ziemlich Druck. Ich meine, ich bin doch erst 7. Kann ich so nachvollziehen. Heute früh haben die kleinen Sterne unsere Nummer Tumbling Stars geprobt. Wer hatte denn die Idee, eine Gruppe von Kindern turnen zu lassen? war das nicht deine Idee, Malibu? Okay, ich geb's zu. Kleine Sterne, wir müssen vollständig synchron turnen. Alles okay? Ihr hattet wirklich einen interessanten Morgen. Hatte ich auch. Nach der Probe wollte ich eigentlich noch mal das Nachmittagsprogramm durchgehen, als plötzlich... Oh nein, mein Zeitplan! Oh, kleiner Hase, das ist nicht lustig. Oh, auch wenn du süß bist. Ein relativ unerwarteter Vorfall. Was macht das Camp denn jetzt ohne unsere Pläne? Ohne Pläne. Vielleicht müssen wir einfach den Prozess genießen. Wie wäre es, wenn wir am Nachmittag improvisieren? Wird sicher lustig. In der Sonne. Für jedermann. Wir haben eine Idee. Kleine Sterne und große. Es ist unser vorletzter Tag des Camps. Ihr habt die ganze Woche so hart gearbeitet, um euer ganzes Potenzial zu entfalten. Aber jetzt ist es an der Zeit, eine Pause zu machen und spontan zu sein. Heute ist Camp Starlight Sporttag. Meine Freunde und ich wollen ein Ziel erreichen, tun alles dafür, davon nicht abzuweichen. Hit folgt auf Hit, wir wollen hier Party machen, viel dafür geben wollen wir. Ja, wir lassen's krachen. Nicht jeder Wurf ein Treffer, niemand lacht uns aus. Und wenn ab und zu was schief geht, machen wir uns nichts daraus. Auf dem Hof oder im Feld, alles überstehen wir. Was du aus deinem Leben machst, liegt nur an dir. Muss es nicht immer sein, es wird schon. Wir bleiben uns selber treu. Oh ja! Nur das Ergebnis zählt allein. Es wird schon. Es kommt drauf an, dass wir uns freuen. Du kannst es schaffen, hab Spaß! Ich wusste gar nicht, dass ich Kanufahren mag. Warst du gut darin? Nein, beim Paddelfahren war ich die allerletzte. Es ging nicht darum, gut zu sein, sondern darum, den Moment zu genießen. Wie war? Ich hatte Spaß beim Cornhole-Spiel, auch wenn ich nicht die Beste war. Absolut nicht. Hey, was war das? Eine Herausforderung. Kommt schon, Leute. Wasserbombenschlacht! Ja.
Hallo zusammen. Toll. Lecker. Yay. Wow, was für ein wunderbarer Sommertag. Gibt es etwas Sommerlicheres als ein S'more? Ich muss schon wirklich sagen, S'mores sind köstlich. Aber den meisten Spaß hat man, während man sie zubereitet. Und sie fallen alle unterschiedlich aus. Manche mögen sie mit leckeren Marshmallows, andere mit knusprigen Grahams. Jeder S'more ist einzigartig, genau wie ihr. Und genauso wie die Sterne. Seht euch die Millionen von Sternen an. Jeder ist für sich einzigartig. Sie wollen nicht alles richtig machen. Sie sind einfach so, wie sie sind. Ich hoffe, ihr fühlt euch genauso. So besonders wie ein S'more, so schimmernd wie ein Stern. Perfekte Überleitung zu einer letzten Überraschung, Camper. Packt eure Schlafsäcke für die Starlight-Übernachtung! Yeah! Das war ein super toller Sommertag. Und das hätten wir fast nicht gemerkt, weil wir so sehr das Endergebnis im Auge hatten, nicht den Prozess. Barbie, du hast recht damit. Seit wir beide unsere Körper getauscht haben, ging es wirklich immer nur um den Prozess. Chelsea, ja. Irgendwann werden wir wieder wir sein und dann sieht es so aus, als wäre alles wie vorher. Aber wir werden wissen, dass wir so viel gelernt haben. Im Camp Starlight geht es darum, unser Potenzial zu entfalten. Seit wir unsere Körper getauscht haben, ist der Sternenschlüssel nicht mehr da gewesen. Vielleicht haben wir unser Potenzial ja noch nicht voll ausgeschöpft. Es gibt noch so viel zu erleben. Das heißt... Noch ein Tag als meine Schwester! Hoffentlich ist der Sternenschlüssel morgen da. Es ist die letzte Nacht im Camp. Darüber machen wir uns morgen Sorgen. Heute Abend ist es Zeit für... mehr S'mores! Ach, Chelsea. Du Quatschkopf.